Und rein geht's in diese Partie. Turbine Potsdam gegen VfL Wolfsburg. Die Turbine von links nach rechts in den blauen Trikots und Wolfsburg von rechts nach links in grün. Und Alex Popp gegen Kuznetsov. Der Ball ist noch heiß und fast im Tor. Jill Frese mit einer super Parade. 0:0 noch nach 19 Minuten, sieht man das Niveau dieser Partie. Jetzt aber das Tor von Alexandra Popp. 1:0 für die Wolfsburgerin. Und so wurde die Suppe gekocht. Wieder über die rechte Seite. Und dann macht sie's mit all ihrer Routine in der 20. Minute. Die Führung für das Team auf Wolfsburg. Tabea Wasmut guckt. Wo ist sie? Da ist sie. Macht das gut. Jule Brandt. Konzentration. Jankowska. Und da ist das Tor. Nein, natürlich nicht. Es war das Außennetz. Zuerst spielen über die Mitspielerin. Nein, Brandt und Jill Frese ist wieder auf dem Posten. Geht da noch was? Noch ein, zwei Angriffe für die Potsdamerin mit der Distanz. Warum denn nicht? Q-Cover. 2623. Die es mit dem VfL Wolfsburg halten, sind eh zufrieden. Vielleicht jetzt nochmal das zweite Tor. Nein! Jill Frese. Super Parade. Und das gegenüber Payor. Diese Fußabwehr, das hat sie in der ersten Halbzeit schon gezeigt. Sie ist super schnell unten. Aber Eva Payor hat eben jetzt ihre Linie gefunden. Jetzt zum Beispiel hat sie nochmal die Möglichkeit. Jill Frese ist überlaufen. Aber der Winkel dann tickt zu kurz. Potsdam nochmal. 30 Sekunden. Offizielle Nachspielzeit haben sie noch nach. Reicht dicke für eine Chance, aber natürlich auch für Eva Payor und die Wolfsburgerin, die jetzt sehr, sehr viel Platz hat. Guckt sich Jill Frese aus, nochmal wieder überlaufen und dieses Mal macht sie's und schenkt nochmal einen ein. Beim dritten Mal hat es geklappt, zweimal hat sie schon versucht, Jill Frese auf diese Art und Weise zu überlaufen. In einer wirklich spannenden Partie. Jill Frese hat hier natürlich auch, sie hat es ja schon zweimal probiert in dieser Partie. Und dann macht sie es. Generell haben die Wölfinnen einige große Chancen, naja, was muss man sagen, liegen gelassen oder hat sie hier? Jill Frese.